Hallöchen Leute, willkommen zurück zur Formel 1, heute beim großen Preis von Spanien mit dem Rennen. Und ganz vorne haben wir mal nicht Kimi Räikkönen, sondern Sebastian Vettel, den anderen Ferrari, vor Valtteri Bottas und... Ui, bei mir hatte der Screen gerade kurz ein Schwarzbild, okay gut, aber es geht weiter, sehr schön. Ja, ich hoffe, dass da alles in der Aufnahme noch drin ist. Es lag anscheinend an der HDMI-Buchse vom Monitor. Wir haben eine Strafe bekommen, trotz einer ganz guten Qualifying-Zeit, mit der wir trotzdem nur 18. geworden wären. Ich glaube, 4000stel. Ich starte mal hier auf den harten Reifen. Das könnte, denke ich, auch mal ein ganz gutes Mittel sein, um später... Ja, wobei... Ich möchte das Momentum am Anfang nicht verpassen. So, machen wir es mal so. Vielleicht mal ein bisschen früher oder später stoppen. Ja, scheint was zu bringen durchaus. Ja, also immer eine Runde später rein. Scheint auch gut hilfreich zu sein. Ich werde hier definitiv ein bisschen mehr Sprit mitnehmen, aber auch nicht zu viel. Denn ich möchte hier tatsächlich auch ein bisschen mal verwalten. So, ansonsten, was ich gerade sagen wollte, ja, ich hoffe, dass das Bild absolut normal lief. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. 4000stel fehlten zu Palmer und Alonso. Ja, aber was nicht geklappt hat im Qualifying, das kann auch im Rennen noch klappen. Hinter uns absolut niemand. Ja, und für den Renntrim hoffe ich mal, dass wir einfach ziemlich gut unterwegs sind. Und vielleicht kann ja die eine oder andere Safety-Car-Phase auch noch was verändern. Und ja, Leute, also keine Ahnung, im Qualifying war ich halt echt gehypt. Und jetzt muss ich sagen, bin ich auch sehr aufgeregt für dieses Rennen. Wenn es hier gut läuft, dann gehen wir vielleicht sogar mit dem ersten Punkt aus diesem Wochenende raus, denn... Die Pace ist wirklich da. Im Qualifying nur 6 Zehntel hinter den Punktplatzierungen. Und das ist definitiv eine Leistung oder eine Performance des Fahrzeugs, die hier genügen kann, um auch mal richtig in die Punkteränge zu fahren und da auch mal ein Pünktchen zu holen. Also warten wir einfach mal ab. Unser Teamkollege hat eine bessere Ausgangssituation als wir. Auch ihm würde ich natürlich einen Punkt gönnen bei seinem Heim-Grand Prix. Ansonsten, ja, schauen wir mal, wie es hier läuft. Es gab übrigens oder gibt anscheinend einen Bug bezüglich der Motorenentwicklung bei McLaren Honda. Und da soll irgendwas gefixt werden. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich habe mich da nur mal kurz eingelesen. Anscheinend soll es mehr bringen, wenn man sich erstmal auf die anderen Bereiche fokussiert. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn man die Boni schon gekauft hat für den Motor. Aber ich werde da, denke ich mal, die weiteren Boni erstmal kaufen mit Zuverlässigkeit, beim Entwickeln und mit, wie hieß das andere, Effizienz, genau. Und dann werden wir, denke ich mal, ganz gut da mit zurechtkommen und damit ganz gut fahren. Und die anderen Upgrades holen wir uns dann erst wieder, wenn der Bug quasi gefixt wurde. Und es werden ja immer wieder Patches rausgehauen, relativ häufig sogar. Die patchen zwar im Moment nicht viel, beziehungsweise es gibt viele Fehler, aber ich denke mal, dass alles so nach und nach mal gut rausgepatcht werden kann. So, jetzt hoffe ich mal auf ein gutes Rennen und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Alter, das klang gerade schon ungesund. Eriksson hat sich da auch gut verbremst. Hatte ich ein bisschen Angst. Eriksson beim Start komplett Banane gefahren. Auch Wehrlein auf den Mediums ist hier vorbei. Kleine Berührung mit Alonso.
Man merkt, das Auto ist schwer. Boah, der ist aber auch echt aggressiv dabei. Ich lasse ihm mal kurz den Vortritt. Okay, die KI ist halt echt richtig aggressiv hier gerade. Ich hoffe, wir verlieren den Anschluss nicht. Denn das mit den Sauber hat auch ein bisschen Zeit gekostet direkt. Und die Sauber sind deutlich langsamer, das merkt man. Gut, dass ich da Wehrlein nicht vorbeigelassen habe. Was Alonso angeht, ich hoffe, das Team redet nochmal mit ihm über diesen harten Umgang mit uns. Und wir sind wieder dran. Ich habe das Gefühl, dass einige hier wieder super langsam sind. Aber davor wieder mega die Post abgeht. Was so die Pace angeht. Also ich glaube nicht, dass das ganze Mittelfeld hier umschlossen wird aktuell von dieser Gruppe. Oder von der Pace dieser Gruppe. Ich glaube, Hülkenberg hat da Probleme. So, was wird über Funk halt auch gar nicht angesagt, ne? Ja gut, jetzt kommen auch die Sauber näher. Also, der Fall ist eindeutig. Bis P13 gibt es Probleme. Oder wir fahren einem Fahrzeug mit Problem hinterher. Man merkt es auch anhand des Deltas. 2,4 Sekunden verloren. So. Genauso hart auch mal hier gekontert gegen Alonso. Muss aber auch irgendwann mal sein, denn ich glaube, wir können aktuell ganz gut überholen und vielleicht auch mal ein gutes Tempo vorgeben. Versuch ist es auf jeden Fall mal wert. Okay, ich hoffe, Palmer hat kein DRS, dann können wir eventuell hier dranbleiben.
und die Pace sieht aktuell gut aus. Wir bleiben dran. Wir haben Sprit übrig. Du kannst mit Mischung dran. Jeff, sei leise. Ist angekommen, bestätige. Ich habe das Menü selbst im Blick. Kann aus eigener Kraft schneller als Palmer sein. Klingt irgendwie ein bisschen traurig, aber gemessen daran, dass es ein McLaren Honda ist. Na gut, auf der Geraden bringt's nichts. Oh, quert. Boah, Dude. Also, sorry, die Position soll ich jetzt zurückgeben. Also, ich sag's mal so, wenn die KI einfach da hängen bleibt. Ich bleib jetzt einfach quasi mal dahin. Mensch, bremst da doch nicht. Das Ding ist, ich möchte mal ganz, ganz kurz erklären, was mein Problem ist. Wenn Palmer so hart abbremst und sich einreiht und wir ihn nicht überholen dürfen, verlieren wir zu diesen ganzen Leuten super, super viel Zeit. Und deswegen sehe ich das jetzt nicht ein, dass ich Palmer quasi gar nicht überholen darf. Ja, sorry, also. Digga, überhol ihn. Überhol ihn. Er hat einen Reifenschaden, er hat einen Platten. Du kannst ihn doch wohl überholen, komm schon, Mann. Mach uns dieses schöne Rennen nicht kaputt. Ja, ist halt irgendwie trotzdem Banane, aber naja. Sechs Sekunden haben wir gerade verloren. Weil die KI zu doof ist, den zu überholen. Und jetzt haben wir Hülkenberg im Nacken. Na super. Jubeln die Leute gerade für Alonso? Das wäre ziemlich geil, wenn das so wäre, dass halt für den Heimpiloten gejubelt wird. Oder ist jemand an der Box nach 6 Runden? Er kommt vor uns raus. Gut gemacht, Jolyon. Der hätte jetzt alle Leute hier im Feld vor sich haben können. Felipe Massa. Oh, gelbe Flagge. Ja, ich glaube wieder Kwiat, ne? Das Ding ist, wir werden beide nicht überholen können. Das ist so traurig.
Oh Mann, ey, das wird jetzt richtig kritisch. Aber wir sind so schnell wie Palma. Das ist unfassbar. Ich überlege, ob ich einen Undercut versuchen kann. Ich würde aber nur ungern auf die nächste Softmischung wechseln schon. Okay, Hülkenberg kommt unmittelbar hinter uns raus, rein. Hoffentlich auch wieder raus. Okay, schön. 2,5 Sekunden. Und aktuell P17. Also es gab schon einige Ausfälle. Und hinter Hülkenberg ist auch noch mal jemand. Und jetzt eine schnelle Runde, dann sind wir am Palma vorbei. Es kann echt ein gutes Rennen werden mit Punkten. Grosjean ebenfalls mit Problemen. Auch schon ausgeschieden. Jetzt mal ein McLaren und zwei Sauber rausrechnen, die auch hinter uns noch landen werden. Also gut, ein Sauber könnte auch noch hinter uns sein. Hinter Hülkenberg quasi. Das ist nicht gut. Der Körper ist Gift. Oh, Hülkenberg sogar auf Mediums. Das ist halt ein anderes Niveau als Palma.
wäre natürlich perfekt, wenn es irgendwann eine Safety-Car-Phase gibt, die so ins Raster fällt, dass wir auf Mediums wechseln können und durchfahren können. Und alle anderen, wenn sie die Strategie mitgehen wollen, auf Hard wechseln müssten. Blaue Flaggen jetzt schon. Hoffentlich für ein anderes Auto. Ah, eines hinter uns. Ach, das müsste wohl Kwiat sein. Ach stimmt, der müsste super weit hinten sein. Ja, wir sind aktuell auf 15. P14 ist aber auch noch gut drin. Wir müssen aber mal Palmer überholen. Ist aber mal gut gegen andere Teams als Sauber und den Teamkollegen zu fahren quasi. Gegen Renault regulär kämpfen zu können ist halt auch geil. In der Schikane ein bisschen Zeit verloren. Leider ist der Topspeed-Nachteil so gigantisch. Das ist echt unfassbar. Wir kommen hier nicht mal ran. Ich meine, Hülkenberg hat auch schon seine Probleme, an uns ranzukommen, aber wir haben ja auch DRS. So, jetzt aber mal. Ja, komm schon. Und es ist geglückt. Wir sind vorbei an Palmer. Wehrlein noch vor uns. Ach, der war noch nicht an der Box. Dann ist sogar regulär P13 im Moment. Also wenn man mal die Stopper nochmal rausrechnet. So, Hülkenberg, jetzt bitte Druck auf Palmer machen, dann kommen wir weg. Dann muss ich einen guten Stint auf Mediums haben. Ich glaube, Wehrlein wird eine Einstopp fahren. In der Realität hat es sauber Punkte gebracht. Ich glaube, im Spiel ist es nicht schnell. So, P13 aktuell. Es ist unglaublich, Leute. Der 13. Platz. Es
geht immer weiter nach oben, Leute. Und wir kommen auch weg von Palma und Hülkenberg. Also Hülkenberg jetzt vorbei an Palma, da muss ich mich sputen. Aber ich glaube, Palma wird hier langfristig eher weniger eine Chance haben. Es sei denn, der lässt sich von Hülkenberg jetzt ziehen und greift da nicht großartig an. Okay, Palma lässt sich echt abhängen hier. Das ist ja fast schon traurig. Ja, die 6 Sekunden mal abziehen und wir wären relativ nah dran an Massa. Fahrer hinter mir. Hülkenberg hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,1 Sekunden. Sie fahren mit alten Medios. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 24,5. Ja, Hülkenberg auf jeden Fall schneller. Ist halt auch der deutlich schnellere Pilot als Palma. Das haben sie ganz gut hinbekommen mit den Fahrer-KIs. So, jetzt mal langsam. Safety Car wäre perfekt. Komm schon, Charlie Whiting. Ich habe dir 1 Million dafür gezahlt. Okay, Magnussen hinter uns nach dem Stop. Wird aber nochmal rein müssen, glaube ich. Der kam auf Softs raus, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, die nächsten 2 Piloten. Gut, die sind auf einer 1-Stop unterwegs, aber wir kratzen an den Punkten. Oh, Hülkenberg hat sich da, glaube ich, kurz mal verbremst. Ich habe im letzten Moment, als es schon zu spät war, kurz mal Rauch gesehen aus dem Reifen. Vom Reifen. Wir führen hier gerade diesen Mega-Partybus an. Alter Falter, was für ein buntes Chaotenfeld hier.
Und mittendrin Dani Kvyat, der wahrscheinlich die ganze Zeit Strafen bekommt, weil er Leute durchlassen muss, aber eigentlich schneller ist als so jemand wie Alonso. So, und der zweite Satz, Soft, hält eigentlich sogar ganz gut. Da bleibe ich halt auch mal so lang draußen, bis der wirklich mal den Geist aufgibt. Bisschen länger draußen bleiben hat halt den Vorteil, dass man sich strategisch einiges offen hält, wenn zum Beispiel wirklich mal ein Safety Car jetzt kommen sollte. Oder ein VSC oder so, dass man auf sowas halt schnell mal reagieren kann. Für die Gesamtzeit der Session ist es natürlich nicht optimal. Aber wir ziehen auch gerade die Zeit vieler anderer hier runter. Es geht schon in Ordnung. Runde 20. Jetzt wäre es eigentlich schon perfekt mal für einen Boxenstopp. Moment, ich habe vorne 6 Abtrieb. Warum denn? Habe ich 6,5 Flügel oder hatte ich nicht 5,4? Ah, oder habe ich es für den Regen vielleicht geändert? Ah, stimmt. Dann habe ich vergessen, es zurückzuändern. Kann sein. Auf jeden Fall vielleicht ein bisschen zu viel Flügel dabei. Okay, schön. Guter zweiter Stint. Hat Spaß gemacht. Und jetzt hoffe ich mal, dass das Ganze ein bisschen besser wird im letzten Stint mit dem Druck, den man hier von den anderen Fahrzeugen bekommt. Okay, ein Ticken zu früh gedrückt, den Pit-Limiter. Und Wehrlein ist jetzt vor uns. Okay, das war nicht optimal, der Zeitpunkt. Hätte ich eine Runde länger warten müssen. Immerhin haben wir Eriksson hinter uns. Ja, die Mediums aktuell deutlich besser. Viel angenehmer. Ah, hinter uns ist nicht Eriksson, sondern es müsste ein Toro Rosso sein. Jo, Dani Kvyat. Fernando ist gerade an die Box gefahren. Thank you.
Das müsste ein Renault sein, oder? Ja, das ist Hülkenberg. Gut, der wäre eh früher oder später vorbeigerutscht. Muss man an der Stelle einfach mal sagen. Da ist er zu schnell. Oh, das wird jetzt lustig. Sebastian Vettel ist dran, okay. Ich glaube, das war ganz elegant gelöst. Ja, Wehrlein kostet Vettel zum einen sehr viel Zeit. Zum anderen wird er jetzt auch, glaube ich, von uns sehr viel Druck bekommen. Ja, denn der muss jetzt mal auf der Geraden langsam machen. Vorbei an Palmer. Das gibt's doch nicht. Hammermäßig. Und Wehrlein jetzt als kleine Blockade hinter uns. Der einzige, glaube ich, der auf harten Reifen aktuell ist. Für uns lief das perfekt. Das war eine ziemlich kluge Möglichkeit, Vettel hier zu ziehen zu lassen. Und sich von Vettel ziehen zu lassen. Wehrlein hat sich da ins eigene Fleisch geschnitten. So, schnell viel Abstand gewinnen, denn sobald jemand an Wehrlein vorbei ist, kommt er auch sehr schnell ran. Namentlich wahrscheinlich Palmer unter anderem. So schwach seine Pace auch ist, das Auto macht schon einen Unterschied. Okay, wir sind bei 11% Motorenabrieb. Das ist ganz gut. Gelbe Flagge, ui. Problem bei Hülkenberg. Der 13. Platz aktuell und... Ja, Moment, der ist deaktiviert. Achso, okay, gut, VSC, da steht's jetzt. Okay. Ja, Mist. Ja, wobei, wir wären eh an der falschen Position auf der Strecke gewesen. Aber das wäre jetzt so der Zeitpunkt. Hier kann man perfekt stoppen und nochmal... Gut, da muss man wissen, welche Reifen man wann aufzieht. Das ist ein bisschen Glückssache natürlich. Aber hätten wir Mediums aufgezogen, wären wir jetzt reingekommen und hätten nochmal... die Softs abgeholt und werden dann nochmal zum Ende hingefahren, aber durchgefahren, aber bringt nichts. Hätte, wäre, wenn, gibt's immer und nie hilft's weiter. Ja, ich muss die ganze Zeit aufs Delta gucken. Ich habe Angst, da mal in der Kurve viel zu schnell zu sein. Aber der Abstand zu Wehrlein ist schon ganz komfortabel. Nach vorne hin natürlich nichts mehr. Also selbst wenn wir jetzt ein VSC genutzt hätten und diese 6 Sekunden, die Palmer uns da mal gekostet hat, hinter Kwiat. Also selbst wenn man das alles mal abzieht, das ist natürlich zum einen ärgerlich, aber zum anderen auch einfach, ja, es würde nur... ein bisschen was an den Statistiken ändern, aber nichts großartig an den Ergebnissen, denn Lance Stroll ist viel zu weit entfernt, als dass wir da rankämen. Aber es ist natürlich super motivierend, hier 4,5 Sekunden vor Wehrlein zu sein und ziemlich sicher den 13. Platz höchstwahrscheinlich einzufahren und
wenn da noch ein bisschen was schief geht vorne, irgendeine ganz, ganz doofe Kollision muss es nur sein, dann haben wir es auch ganz schön schnell geschafft, in die Punkte zu kommen. Wer weiß. Palma ist jetzt auf jeden Fall der Fahrer hinter uns. Aber nicht unmittelbar, oder? Das ist der nächstgelegene Punkt. Das ist hoffentlich nicht Palma. Nee, das ist Kimi Räikkönen. Alter, Ferrari ist auch echt stark im Spiel, ne? Vielleicht ist auch einfach Mercedes eher an uns interessiert, weil es bei denen nicht so läuft. Und bei Ferrari eben schon. Die haben keinen Bedarf an einem frischen Fahrer. So, Kimi, kleiner Deal. Ich lasse dich entspannt vorbei, aber dafür ziehst du mich ein paar Meter mit. 5,7 Sekunden zu Palma. Ist aber auch echt interessant, wenn man mal selbst Autos vorbeilassen muss. Man beschwert sich ja immer wieder über die KI, aber macht man selbst es besser? Ich finde ja. Ich glaube, in Russland hat sich Räikkönen unter anderem sehr dumm angestellt, aber... Eieiei, hier habe ich aber auch echt viel Zeit verloren. Oh, das ist ein Mercedes. Okay. Kein Renault. Sehen beide ziemlich fett und klobig aus. Zwei Mercedes sogar. Und wir haben jetzt noch 7 Runden. Ich glaube, Palma dürfte ein bisschen näher gekommen. Ja, deutlich. 3,1 Sekunden nur noch. 1,5 Sekunden in Sektor 1 jetzt verloren. Natürlich ein bisschen Sprit eingespart, aber es ist kaum was. Im Vergleich zu dem Zeitenverlust. Ist aber lustig, wie die beiden Mercedes da dem Ferrari hinterherheizen. Ja, und wir haben zumindest Palma regulär besiegt. Gegen Hülkenberg, gut, da sage ich jetzt nicht, dass es ein regulärer Sieg war. Als ich auch vorhin gesagt habe, dass wir mit Renault mithalten können regulär, war natürlich auch gemeint, dass quasi wir mit Palma mithalten können, weil, naja, bei Nico Hülkenberg war ja klar, dass er Problemchen hat. Oder zumindest schien es so. Aber wir konnten mit einem Renault mitgehen und das ist absolut hammermäßig geil. Und die Pace sieht auch nicht deutlich schwächer aus jetzt zum Ende hin. Ich glaube, der wird pro Runde so 2-3 Zehntel näher kommen. Ob es reicht, uns zu überholen, ist eine andere Frage. Da gibt es irgendwelche roten Reflexionen, die echt unangenehm sind. Das war knapp. Ich
gab es auch nicht so unfassbar viel Feedback vom Force Feedback. Aber es reicht, dass Palmer nur 2 Zehntel näher kommt. Im letzten Sektor wieder 2 Zehntel weggekommen. Sektor 1 und 2 sind jeweils 2 Zehntelchen schneller. Sektor 3 gehört uns. Und der ist ganz, ganz wichtig, damit wir halt in Sektor 1 nicht überholt werden können mit DRS. Da fahren wir halt ein paar Meterchen raus. Es wäre natürlich ein bisschen angenehmer, wenn Palmer jetzt auch ein bisschen Piano machen würde. Könnte ich den Motor ein bisschen schonen für Monaco, aber natürlich wird er das nicht tun. Komm schon, 2,5 jetzt. Es wird nochmal knapp. 4 Runden. Auf jeden Fall gibt es noch eine Chance für Palmer hier ranzukommen. Hat auch etwas frischere Metz drauf. Eins 24,4 ist eine gute Zeit. 1 Zehntel kam er jetzt näher. Hinter ihm ist auch nochmal jemand ziemlich flott. Wenn ich Glück habe, ist es jemand, der ihn überrundet. Das bringt uns Zeit. Würde das unser bestes Saisonergebnis sein? Ich glaube ja. Ist natürlich ein bisschen schade, dass wir da trotzdem nicht mit den Top 10 Plätzen mithalten konnten, aber Renault ist der erste Schritt. Renault ist definitiv mal ein extremer Fortschritt vor allem. Gelbe blaue Flaggen. Super. Es müsste irgendein Red Bull sein wahrscheinlich. Ja, Palmer, mach mal langsamer hier. Es geht doch so nicht. 1,9 Sekunden, 2 Runden noch. Heißt, die Person könnte uns auch noch einholen, aber das wird wohl passen. In so einem Fall kann eine Überrundung natürlich so oder so ausgehen. Also du kannst Zeit verlieren, du kannst Zeit dazu gewinnen. Aber primär ist es für uns, denke ich mal, ein kleiner Vorteil, weil wir einfach, wenn man davon ausgeht, dass beide gleich viel Zeit verlieren, einfach eine halbe Runde weniger haben, in der Palmer
uns attackieren kann oder so. Oder eine Stelle weniger haben. Und das bedeutet, dass wir quasi... Ach stimmt! Wir wurden ja überrundet, oh Gott. Wir wurden ja überrundet, ja. So, und nochmal als schöne Geste Verstappen hier vorbeilassen. Und das ist der 13. Platz. Wir konnten ein Mittelfeldteam angreifen. Wir haben es geschafft. Wir haben gegen Renault gekämpft. Es ist unfassbar. Ich bin gerade echt so ein bisschen sprachlos. Das ist echt krass. Ja, Leute. Das sah doch ganz okay aus. Und wenn ich mal die Leute nehme, die auch zweimal gestoppt haben, so Leute wie Lance Stroll beispielsweise, dann sehen wir, dass unsere Bestzeiten gar nicht mal so weit entfernt waren von deren. Und Felipe Massa, gut, der hatte 3 Stops hingelegt. Krass. Und ist vor Lance Stroll geblieben. Bedeutet, eventuell ist hier sogar eine 3 Stop schneller. Müsste man mal austesten mit einem Auto, mit dem man auch überholen kann. Gegenbeispiel Force India, die sind nämlich von 13 und 15 auf 7 und 8 vorgekommen und das mit einer 1-Stop. Ja, und bei uns, das war natürlich sehr ärgerlich, die eine Szene mit Palmer, dass er uns da 6 Sekunden gekostet hat hinter Kvyat, weil die KI halt einfach sich doof anstellt, als wäre das irgendeine komische Kasse im Supermarkt. Aber es hat im Endeffekt nichts, oder es hätte im Endeffekt nichts verändert und wir haben einfach da ganz souverän unser Rennen hier abgeliefert. Der 13. Platz, natürlich ein bisschen begünstigt wie immer und das ist in der aktuellen Phase der Saison einfach unvermeidbar durch einige Ausfälle von Nico Hülkenberg, von Romain Grosjean und von Problemen bei Dani Kvyat, aber die beiden sauber. Unseren Teamkollegen und Jolyon Palmer konnten wir hier fair besiegen. Also wir sind nicht nur gegen Palmer hier irgendwie mit Problemen oder so angetreten, sondern wir konnten ihn fair bekämpfen und besiegen und auch Nico Hülkenberg konnten wir immerhin mal ein wenig in Schach halten und auch immer wieder mal gegen ihn kämpfen, auch wenn der Mann gesehen hat, gut, der Kollege hat einfach eine etwas schnellere Pace, der ist einfach ein bisschen flotter. Der hat ein schnelleres Auto und die KI, die ist auch echt nicht von schlechten Eltern von Nico Hülkenberg. Insofern, klar, aber das hat mega Laune gemacht. Ich bin so ein bisschen erschöpft. Ich hatte heute nämlich schon ein Koop-Rennen, ja, was ich gefahren bin. Und jetzt hier, es ist toll. Es ist ein tolles Gefühl, ne? P13 ist eigentlich ja, das ist kein Punkt. Das ist eigentlich fast gar nichts, aber... Es ist ein tolles Rennergebnis und wir haben es geschafft, gegen einen Renault zu gewinnen. So, Raikkonen führt in der Gesamtwertung nach 2 zweiten Plätzen und 3 Siegen mit 111 Punkten vor Lewis Hamilton. Der hat 88 gesammelt, dahinter Sebastian Vettel, der ein kleines Comeback feiert, 61 Pünktchen hat er. Dahinter haben wir dann Max Verstappen vor Valtteri Bottas und mit einem relativ großen Abstand dann schon sehr, sehr deutlich nur noch im Mittelfeld, lustigerweise oder... seltsamerweise Daniel Ricciardo vor Felipe Massa, Esteban Ocon und Sergio Perez und dann geht's quasi mit der 1 vor als erste Ziffer los und was die Konstrukteurswertung angeht, ist Ferrari immer noch super stark vor Mercedes, vor Red Bull, dann haben wir Force India dahinter
und Williams. Und dahinter wird es nochmal richtig knapp zwischen den drei Teams, nämlich Renault, Haas und Toro Rosso. Gut, Leute, und ich würde sagen, ich schaue nochmal ganz, ganz kurz ins Replay rein und wir sehen uns sofort mal bei den Ressourcenpunkten zum einen und beim Ruf, den wir bei den anderen Teams haben. Denn das dürfte nach diesem Rennen, glaube ich, echt geil werden. Yo, Leute, und damit sind wir bei insgesamt nur 96% saubere Runden. Komisch. Ist irgendwie immer der Fall hier, aber es scheint uns nur einen Punkt zu kosten, insofern nicht so schlimm. 181 Ressourcenpunkte haben wir. Wir haben das Teamduell gegen Alonso eigentlich ja schon gewonnen, aber durch die schnellste Runde, naja, hat er genauso viele Punkte wie wir bekommen, obwohl wir zwei Plätze besser waren. Und das ist schon in dem Fall ziemlich krass gewesen. Naja, wie dem auch sei, wir sind im Ansehen beim Team sehr, sehr hoch gekommen und nach oben gekommen. Und ja, Sauber zum Beispiel fand das auch ziemlich geil, aber ganz besonders hat es Renault fasziniert, wie wir quasi Jolyon Palmer besiegt haben in einem deutlich schwächeren Fahrzeug. Insofern ist Renault im Moment sogar das zweitmeist interessierte Team an uns. Das ist ziemlich geil. Okay, gut. Ich glaube, ich bin da auf einen Trigger oder so gekommen am Controller. Ja. Und deswegen kam da so ein leichter Schwenk quasi mit dem Kopf. Ja, wir haben den 7. Motor mittlerweile eingebaut und für das nächste Rennen, da werden wir auch definitiv einen ziemlich frischen Motor verwenden, vielleicht sogar den komplett frischen, einfach damit wir da entsprechend wirklich die maximale Power abrufen können. Ich weiß nicht, wie groß der Unterschied ist zwischen, sagen wir mal, 1 und 49% Abrieb. Eventuell gibt es da ja ein paar PS, 2, 3 oder so, die du verlierst, aber in Monaco will ich halt wirklich alles aus dem Fahrzeug rausfruchten und ja, hier sehen wir, 7% haben wir beim Getriebe verloren und das hat definitiv was gebracht, das Getriebe zu wechseln, weil ab 50% gibt es da Ausfälle, was Gänge etc. angeht. Soll zwar relativ wenig sein, habt ihr mir mitgeteilt, aber das Ding ist halt natürlich, dass ich da trotzdem für Monaco ein komplett gutes Getriebe haben möchte, denn wenn es irgendwie in meiner schnellsten Qualifying-Runde kommen sollte, dass es dazu kommen sollte, dass es Probleme gibt, das will man ja auch nicht unbedingt. So, und weil mir auch jemand geschrieben hatte, dass ich mein Motorenmanagement, in Anführungszeichen hat er es auch gesetzt, total doof mache. Nun ja, ich meine, wenn ich ohnehin super weit hinten starte und in den meisten Fällen sogar von ganz hinten, dann ist es nicht so doof zu sagen, gut, wir verlieren eh keine Positionen. Insofern machen wir es einfach mal. Und es ist mit Shanghai tatsächlich unser bestes Ergebnis gewesen. Okay. Und ich glaube, dass das beste Ergebnis nicht mehr allzu lange Bestand haben wird. Denn es geht nach Monaco. So, was das Ganze betrifft, also Motoren-Upgrades sollen beim Honda verbuggt sein. Gerade bei McLaren fragt man sich, naja, irgendwie schon scheinbar. Und ich werde deswegen in diese Sachen hier investieren erstmal, damit wir ja ein bisschen was für den Motor als Vorarbeit leisten können. Einfach damit es langfristig dann gut ausschaut mit weiteren Entwicklungen. So, wir springen mal zu Monaco, um mal zu gucken, damit ihr mal angeteased seid, wie es denn wettertechnisch aussieht. So, ich werde wahrscheinlich die weichere Mischung hier nehmen. Moment, Renneinstellung. Ja, wir sind immer noch auf 105. Sehr gut. Und auch jemand hatte geschrieben, dass ich den Schwierigkeitsgrad erhöhen solle. Lustigerweise hatten davor alle geschrieben, senk den Schwierigkeitsgrad bitte, Dave, tu dir das doch nicht an. Ich möchte da mal an der Stelle fragen, 105, war das für Spanien zum Beispiel geil? Ich glaube ja, hat auf jeden Fall mega Laune gemacht. Ich glaube auf 100, da wären wir halt irgendwo im Nirgendwo gewesen. Ja, also vor allem als Hülkenberg ausgeschieden ist. Aber ansonsten hat das, glaube ich, mega Laune gemacht und außerdem ja, warum ich den Schwierigkeitsgrad jetzt erhöhen solle, das muss man mir aber wirklich gerade mal erklären, weil wir waren nie overpowered oder nie so deutlich overpowered, dass ich jetzt sagen würde, okay, wir müssen definitiv was erhöhen oder wir müssen uns das Ganze wieder schwerer machen, weil ich war jetzt ein paar Mal auch auf dem Niveau des Teamkollegen, vielleicht auch mal ein bisschen schneller oder langsamer oder whatever,
aber wir waren nie deutlich besser. So, Renault hat hier mal einen Schritt nach vorne gemacht. Ich hoffe, dass wir auch mal langsam ein paar Schritte mehr machen. Denn ich habe das Gefühl, als würde die KI super krass entwickeln, vor allem Ferrari. Die haben wieder ein mega krasses Upgrade hier gebracht. Boah. Ja, Leute. Also schauen wir einfach mal. Ich hoffe mal, dass beim nächsten Grand Prix der erste Punkt kommt. Und Monaco ist eigentlich immer ein ganz gutes Pflaster. Ich darf nur das Qualifying nicht versemmeln und dann haben wir es. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's ins Fürstentum hier in Monaco. Macht's gut.